Dieser Rhythmus klingt einfach immer gut. Warum das so ist, wie er funktioniert und wie du ihn üben kannst, zeige ich dir in diesem Video. In den letzten beiden Videos hast du gelernt, welche Rhythmen du pro Viertel spielen kannst bzw. wie du diese vereinfachen und durch den Takt schieben kannst. Natürlich kannst du aber auch in längeren Rhythmen denken, sofern es dir das Spielen erleichtert. Denk dran, das ist das Wichtige hierbei. Wir wollen es uns gedanklich immer so einfach wie möglich machen. Von den 6 Rhythmen aus dem letzten Video bietet sich einer ganz besonders an, um längere Melodien zu spielen. Und zwar die Dreiergruppe. Jede Dreiergruppe basiert auf einer punktierten Note. Punktiert bedeutet in diesem Fall nichts anderes als um die Hälfte verlängert. Das heißt, eine Viertelnote besteht aus 3 Achtelnoten und eine Achtelnote besteht aus 3 Sechzehntelnoten. Daher auch der Name Dreiergruppe. In diesem Video schauen wir uns die punktierte Achtelnote an. Das heißt, wir spielen alle 3 Sechzehntel einen Schlag. Wenn du das in einem Viervierteltakt immer und immer wieder machst, kommst du erst nach 3 Takten das nächste Mal auf einer 1 raus. Die Dreiergruppe hat übrigens rein gar nichts mit einer Achteltriole zu tun. Zwar besteht diese auch aus 3 Noten, allerdings sind die Schläge hier gleichmäßig über eine Viertelnote verteilt. Zuallererst solltest du in der Lage sein, Sechzehntel zu zählen und dazu die Dreiergruppe zu klatschen. Das klingt dann so. 3e unter, 4e unter, 1e und a2e unter, 3e unter, 4e und a1e unter, 2e unter, e und a4e unter, 1e unter, 2e und a3e unter, 4e unter, 1. Als nächstes nimmst du die getretene Hi-Hat auf den Vierteln dazu. Dass du dir den Klang der Dreiergruppe in Relation zu einem Viertelpuls einprägst, ist der mit Abstand wichtigste Schritt, um diese Melodie zu verinnerlichen. Das klingt dann so. 3e unter, 4e unter, 1e und a2e unter, 3e unter, 4e und a1e unter, 2e unter, 3e und a4e unter, 1e unter, 2e und a3e unter, 4e unter, 1. Jetzt kannst du anfangen, die Viertel mit deiner rechten Hand auf der Hi-Hat zu spielen und die Dreiergruppe nicht mehr zu klatschen, sondern in deiner Bassdrum zu spielen. Das klingt dann so. 3e unter, 4e unter. Als nächstes wechselst du zu Achteln auf der Hi-Hat. Hier kannst du dir erstmal merken, dass du nun die Bassdrum immer abwechselnd, entweder mit oder ohne die Hi-Hat spielst. Am Ende solltest du aber auf jeden Fall in der Lage sein, die Dreiergruppe zu hören, zu fühlen und zu zählen, anstatt sie abhängig von einer Hi-Hat-Figur zu machen. Denn nur dann hast du wirklich die Kontrolle darüber. 3e unter, 4e unter. Jetzt musst du im Prinzip nur noch den Backbeat auf der 2 und der 4 wieder einsetzen. Das probieren wir erstmal für jeden der 3 Takte einzeln. Nachdem das klappt, kannst du probieren, alle 3 Takte hintereinander zu spielen, sodass eine Endlosschleife entsteht. Das ist wichtig, damit du alle möglichen Positionen der Bassdrum mal gespielt hast.
Da du aber in den wenigsten Fällen eine Endlosschleife an Dreierfiguren spielen wirst, schauen wir uns jetzt nochmal an, wie es eigentlich klingt, wenn du immer nur drei oder vier Schläge der so entstehenden Melodie spielst und diese auch an verschiedenen Stellen im Takt startest. Du wirst relativ schnell erkennen, dass Dreiergruppen wirklich überall vorkommen. Wenn du dir den Klang erstmal eingeprägt hast, wirst du sie in extrem vielen Songs wiedererkennen. Und zwar nicht nur in der Bassdrum-Figur, wie wir es jetzt gerade geübt haben, sondern zum Beispiel auch in Fills, in Akzenten über die Crashbecken oder auch in anderen Instrumenten, zum Beispiel dem Bass, der Gitarre oder dem Piano. Das Ding ist einfach, dass sich diese Figur aufgrund des natürlichen Wechsels zwischen Down- und Offbeat ganz von selbst interessant anhört. Solltest du zu diesem Zeitpunkt die Technik für einen Doppelschlag schon sehr gut beherrschen, aber noch Probleme bei der Ausdauer, der Gleichmäßigkeit oder auch der Geschwindigkeit haben, kommt hier eine geniale Übung für dich. Dazu musst du nichts weiter tun, als die ersten beiden anstatt nur den ersten Schlag der Dreiergruppe zu spielen. So bekommst du konstante Doppelschläge mit nur einer 16. Pause dazwischen.
glaub mir, wenn du diese Übung ein paar Minuten am Stück gespielt hast, fällt dein Fuß ab. Das ist wirklich eine richtig geile Ausdauerübung. Und ein netter Nebeneffekt ist, dass du den Doppelschlag während eines Durchlaufs einmal an jeder möglichen Stelle des Taktes gespielt hast und dadurch direkt auch versuchen kannst, darauf zu achten, ob du den Doppelschlag an jeder dieser Stellen mit der gleichen Intensität spielst. Und natürlich am Ende kannst du auch das Tempo Stück für Stück anziehen, um schneller zu werden.